ein Zombie. Hm. Was sind die für ein Dorf? Hab ich noch nie gesehen. Warum? Ganz im Ernst, du kannst gleich deine Geschichte mit der Lehrerin weitererzählen, ne? Aber warum kaufe ich mir so einen verfuckten Alienware-Laptop, wenn ich hier DayZ mit 17 Frames spiele? Da raste ich richtig aus bei. Ja, ist ein Laptop. Du wusstest doch wohl, auf das du dich einlässt bei dem Laptop. Hallo, der hat eine HD 7970M drin. Das ist die beste Grafikkarte zu dem Zeitpunkt gewesen. Ja, wann? 1930 oder? Nein, vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren, ja, ich meine vor anderthalb Hallo, Jahren. Hallo, das ist da im Prinzip ist das die Arma 2 Engine. What the fuck? Nix kann die Arma 2 Engine flüssig abspielen. Ja. Geht nicht. Das ist richtig. Nvidia Grafikkarten. Die sollen darauf besser funktionieren. AMD! AMD! Wieso verteidige ich AMD? Ich habe mit denen noch nichts am Hut eigentlich. So, und jetzt würde ich gerne hören, was es mit Frau S.S. auf sich hat. Also, Frau S.S. Paranoide Mistkuh. Irgendwie hoffe ich im Innersten doch, dass sie dieses Video sieht. Geil. Hallo Frau S.S. So, ich mag sie nicht. Nur, dass es schon mal klar ist. Da sie andauernd damit anfangen, Sätze anzufangen, sie dann mitten im Satz sich überlegen, halt, diesen Satz formuliere ich komplett anders und dann das Ende überhaupt nicht zum Anfang passt. Das ist das Erste. Zweitens meint sie, dass die ganze Brecht-Familie, also von Bertolt Brecht die Nachkommen, sein komplettes Bildungssystem manipulieren, einfach nur damit sie ihre Bücher verkaufen. Meine Lehrerin nennt auch immer so schöne Beispiele wie, wenn jetzt Aliens auf unserer Schule landen würden und die kommen in unser Klassenzimmer, dann müsstet ihr auch auf Englisch mit denen reden. Weil? Hä? Keine Ahnung, weil die Lehrerin ist ein bisschen... Oder meine Lehrerin, die hat auch unsere Abschlussfahrt abgesagt. Weil? Die Geschichte erzähle ich jedem, aber... also, man muss damit anfangen. Eigentlich ist es das Erste, was man ein bisschen verstehen kann. Einer bei mir in der Klasse hat eine Tonaufnahme gemacht vom normalen Unterricht, also wie sie über 120 Dezibel spricht, und hat das dann auf Facebook gestellt. An sich ja überhaupt nichts Gutes. War trotzdem sehr lustig, aber... auf jeden Fall hat sie das mitbekommen. Ich habe gerade No Message. Wie ja, haben wir alle. Ja. Also ich habe seit 16 Sekunden keine Nachricht. Seit 18 Sekunden. Seit 19. Ich laufe weiter, es bringt was. Im Herzen bringt es was. Mach ich. Okay. Nee. So. Herzen bringt es auch was, in die Tür abzustechen. Ob du das wohl lässt. Erzähl weiter. Auf jeden Fall hat... hat dann unsere Schulleitung den Typen aus unserer Klasse rausgeholt, in die Parallelklasse versetzt und gesagt, so, die 10B, das sind wir übrigens, also ich bin in der 10B jetzt, fährt nicht auf Abschlussfahrt. Dementsprechend haben wir gedacht, ja, hier, der Kollege, nennen wir ihn mal A.S. Kollege A.S. fährt auch nicht auf Klassenfahrt. Nichts dergleichen. Er fährt mit der Parallelklasse auf Klassenfahrt. Also, die nehmen den Übeltäter raus und bestrafen den Rest des ganzen Clans und den Übeltäter nicht. Ist das richtig? Richtig. Ja, das ist natürlich pädagogisch wertvoll. Pädagogen sind ein Scheißvolk. Das sind die Schlimmsten eigentlich von allen. Die machen es schlimmer als jeder normale Menschenverstand. AIDS, Pest und Cholera. Alles wegen denen. Geht ihr runter und ich bleibe so lange drauf, damit ihr nachjoinen könnt? Oder wie ist das? Oh. Verbindung zum Host abgebrochen. Ja, ich join auch gerade drauf. Ja, Verbindung zum Horst abgebrochen. Der arme Horst. Ich gucke gerade Freunde. Freunde, ich habe ja keine Freunde. So, ich connecte mal drauf. Also bist ganz du jetzt ein ganz, ganz armer Mensch, der nicht eine Abschlussfahrt hatte? Ganz genau. Die so Abschlussfahrt. Kannst du mir nachschauen? Pass auf, die Abschlussfahrt ist das Beste, was man haben kann. Boah, wir wären nach Berlin gefahren. Ja? Nach Berlin? Nach Berlin. Ey, High Five. Mal, wir hätten machen können, was wir wollen. High Five, ich war in Berlin. In der Abschlussfahrt. Machst das doch mit Absicht, oder? Der Sieg funktioniert nicht mehr. Sauber. Professionell. Pleasewitz!
Ready. Naja, aber trotzdem passiert nichts. Außer Player the Welt, ja. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht. Sauber. Waiting for character to create. Das war früher mal. Waiting for character to create. Und dann konntest du aber die ganzen anderen Lumpen hören, die da in der Lobby mit drin saßen, weil die alle auf Talk gemacht haben. Und Killer has been kicked. Okay. Und ja, dann war es immer so, da stand immer Waiting for character to create, alle saßen in der Lobby, alle waren am Labern und dann habe ich das Russen gehört. Waiting for character to create, I can only see black screen. Now I can only see blue screen, but I don't know where I am. Oh, ja, so. Was war das denn bitte? Ich bin wieder drin. Das war die Klingel. Hoppala. Das war deine Klingel? Ja. Hi. Ja. Da muss aber mindestens ein halber Liter Öl rein. Ja, ja. Du musst jetzt mal reingehen. Mach doch. Jetzt ist es. Ein Wunder, diese Professionalität, ey, das ist. Tja, ist das. So. Lecherum? Ja. Ich glaube, es ist Zeit. Ja, wenn der DSDF weiterlaufen würde, wäre es Zeit. Ich laufe weiter. Das ist Quatsch, du stehst immer noch direkt vor mir, Mann. Jetzt, und los. So, also. Ja. Wenn Kühe zu viele Karotten essen, wird ihre Milch rosa. What? Wieso rosa? Ja. Keine Ahnung. Karotin macht doch nicht Sachen rosa oder rot, sondern orange. Gelb, richtig. Gelb. Gelb. Ja. Gelb. Gelb. Hast du nie Scrubs geguckt? Gelb. Orange. Ja, aber anscheinend haben Kühe da so ein Problem mit ihren Möhren. Warum sollten Kühe Karotten essen? Weil du Kühe auch mit Karotten. Kühe fressen alles, was ihnen in die Quere kommt. Sind auch so Allesfresser, so wie. Ich? Wollte ich nicht sagen, aber wenn ich dazu zählst, klar, gerne. Bin omnivore. Ja, klar. What the fruit? 16 Frames. Ach, 19 Frames. 18, 17, 14, 18, 19, 18. Und ich werde immer. Ich hab minimales 18, Rubberbanding. 18. Das ist kein Tennis, Kron. Das ist kein Tennis. Da würde ich auch nicht wieder zurückzählen. Oder? Doch, wenn der eine Spieler 19 heißt und der andere 18. Ja. Das war Tennis. So klingt Tennis. Genau so, nicht anders. Bei Maschine. Ja. Du hast ein Rad ab, mein Freund. Eins. Ja. Mehr Räder kann ein Rad nicht abhaben. Sehr schön. Wie werde ich die ganze Zeit so ein bisschen zurückgesetzt? Und wo laufe ich gerade eigentlich hin? Ja, ich auch so minimal immer. So ein, als wäre das ja ein Mikroruckler? Ne, ein bisschen mehr, das ist es schon, aber. So ungefähr. Ja, also jetzt schon wieder. Ja. Liegt bestimmt am Server. Wieder. Ich überlege gerade, ich schau gerade, ob das irgendwie in gewissen Intervallen kommt, aber nein. Ich glaube, ich habe mich jetzt total verlaufen schon wieder. Aber wieso ist denn die Performance so viel schlechter geworden seit dem letzten Mal? Ich konnte sonst sogar besser geworden. Es kommt, DayZ unterstützt keine Nvidia-Grafikkarten. AMD, FDW. Ich habe keine AMD. Bitte? Ich habe eine AMD. Ich habe auch eine AMD. Ja, du hast die dicke Variante. Aber ich glaube, daran liegt es nicht. Ich muss Wasser trinken. Kann ich hier Wasser trinken? Bitte mach, dass ich Wasser trinken kann. Ich habe 6 Flaschen. Oh, jetzt ist auch die ruinierte Flasche voll mit 100%. Nein, ich kann in diesem Wasser hier kein Wasser trinken. Doch, hier. Liegt es an dem Server? Auf jeden Fall ist DSDF wieder gerade am durch die Gegend. Ja, leckt der Server. Ich kann auch gerade nicht trinken. Ja, warte kurz, DSDF, bitte. Ich stehe neben dir. Ja, das weißt du nicht. Doch, jetzt. Doch, ja, und los, weiter. Warte, Moment. DayZ Map. Jetzt muss ich es tatsächlich tun.
Also ich muss echt sagen, man merkt, das habe ich am Anfang nicht so gemerkt, aber jetzt merkt man schon arg, dass es eine Alpha ist. Das hat man am Anfang weniger gemerkt. Das ist kein gutes Zeichen eigentlich. Und der aufmerksame YouTuber wird erkennen, dass ich hier echt ab und zu zurückgesetzt werde. So ganz wenig, aber doch merkbar. Der aufmerksame YouTuber wird bei mir... Wieso? Der aufmerksame Zuschauer wird bei mir erkennen, dass ich gerade gar nichts mache, sondern einmal eben auf die Map gucke von Daisy. Hat das einen Grund, total verachte. Warum du jetzt gerade YouTuber korrigiert hast in Zuschauer? Ja. Ich denke, dass meine Zuschauer nicht alle YouTuber sind. Sondern? Bei YouTuber verstehe ich nämlich, dass die selber Videos hochladen. Das ist Quatsch. Überhaupt kein Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, DCF, so. Du buggst wieder. Das ist schlimm. Liegt es an dem Server? Hoffentlich. Mal einmal umschauen hier. Warte noch mal kurz. So, und wieder zurück ins Spiel. Ja, zu nur müssen wir den Server wechseln, wenn es so schlimm ist. Das ist so. Ja, das kann gut passieren. Apropos Pillow, ich habe mir heute ein neues Kissen gekauft. Yay! Ich bin ja so stolz auf dich, Vichero. Ich sehe dich. Schön, wenn sie groß werden. DSDF, ich sehe dich immer noch an der gleichen Stelle rumlaufen, als würdest du Moonwalk Armageddon machen, Mann. Jetzt, da, jetzt, neuer passt, Server? Passt. Lauf. Ja, aber ich glaube, wir nehmen gleich einen neuen Server. Dann lass uns den jetzt nehmen, weil jetzt bin ich gerade an der Wasserquelle. Ist so? Voila. Voila Bilal, aber wir laufen gerade. Dann mach doch eben den Cut und dann... Geh auf Guts. Dann machen wir so, wir laufen noch ein Stück und ich würde sagen, wir machen hier in der Tat einen Cut. Und die Aufnahme geht dann weiter, wenn wir den Server gewechselt haben und alles wieder schön ist. Auf 1 hören wir auf aufzunehmen. Oh, direkt das, das kann ich nicht. Okay, auf der imaginären Freund 0. Ja. 3, 2, 1. Boom, da sind wir wieder. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ich mache hier gerade Wettwackeln mit DSDF. 14 Frames Wettwackeln übrigens. DSDF, so laufe er. Ja, wir haben einen Mann verloren. Oh, ja. Man könnte auf die Idee kommen, ich esse ihn gerade auf, aber ich esse nur Pfefferwürstchen. Ja, ja, das kann keiner beweisen. Nee, stimmt. Killer hat uns verlassen müssen quasi. Seine Holzleitung wollte nicht mehr. Bambus. Bambusholz. Bambus ist auch ein Holz. Mhm. Ja, nur echte Gamer können auch Bierflaschen mit einer Hand öffnen. Muss mal sein. Was für eins trinkst du? Gerade, ich muss leider zugeben, ein alkoholfreies Bier, weil ich will ja noch ein bisschen bei Kasse bleiben. Und zwar heißt das Ding Traugut Simon, also Traugott Simon. Ist total billig, mir schmeckt aber super geil. Normalerweise würde ich ja viel gepilzt trinken, aber nein. Ich muss nochmal daran erinnern, dass du vorhin irgendwelche Alphabete durcheinander gebracht hast, denn weder im Polizeialphabet noch im NATO-Alphabet gibt es Gustav. Ja gut, ich wusste nicht, was ich sonst sagen soll. Gamma oder was? Ja. Gamma, du bist auch Gamma. Ich finde aber Gustav klingt besser als Gamma. Deshalb sag ich, wenn ich sage Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Epsilon, Foxtrot, Georgia. Und dann kommt China. Oh, das ist Gamma. Das ist nicht Gamma, oder? Ja, weiß ich. Deshalb sage ich ja Gustav, aber... Das Gustav ist es auf jeden Fall nicht. Ist es Georgia? Jumbo.
Alpha, ich will immer Alpha Beta sagen, das ist ja Quatsch. Oder Beta, das ist Quatsch. Das ist Bravo. Bravo, Alpha Bravo. Alpha Bravo, Charlie Delta. Epsilon ist Quatsch. Echo. Emil. Oder Echo. Emil oder Echo kannst du beides sagen. Du sagst einfach irgendein Wort mit E, das ist scheißegal. Echo, Foxtrot. Puste mal, genau. Georgia, Gamma. Ich weiß es nicht mehr, oh Gott. Und das will ein Polizist sein? Ja, das hat nichts damit zu tun, sondern mit NATO-Alphabet. Ja gut. Weil sonst Anton, Bertha, Cäsar, Dora, oh. Emil... Gerald, die Matango, damit komme ich auch noch klar. Ja. Weiß ich noch alles. Warum, DSDF, warum humpelst du so komisch? Hast du geduckt? Warum kann ich nicht geduckt schnell laufen? Doppel W. Bitte? Doppel W, okay. Ey, was ist hier los? Meine Frames sind gleich bei 10 angelangt. Dafür hab ich gerade so 30 FPS. Ich versteh's. Wenn ich auf den Boden gucke, ist das kein Problem. Ja, dann muss auch nicht so viele Polygone da, das ist mir klar. Aber so macht das ja keinen Sinn. Wir sind im Supermarkt von... Starry. Starry. Ah, es gibt's doch nicht. Wie könnt ihr denn schon in Starry sein, ihr Hacker? Hier liegt irgendeine Dose, die ist ganz interessant aus. Wir hacken den Wuppenhacker. Sind professionell. Weapon Cleaning Kit. So nämlich. Ihr so, Knechte. Das Kaff kenne ich doch. Oder? Kenne ich das Kaff? I want to eat something. Weapon Cleaning Kit. Musste dem. Ach du Scheiße. Wird mir so langsam deutlich zu viel. Waffen säubern, demnächst muss er noch Haus putzen und auf Toilette gehen. Wart ab, das kommt noch. Da liegt ein Gasbrenner, da liegt ein Messer. Kitchen Knife. Hm, viel lustig. Gab's die vorher auch schon, die Kitchen Knife? Ja. Oh, Zombie-Geräusch! Der ist auch ein Zombie. Ja, den. Armee-Zombie! Axt in der Hand. Ich glaube, den kannst du so richtig vernünftig looten, also von wegen Jacke nehmen und alles. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er langgepackt? Hier liegt... Oh! Falscher Knopf. Hier liegt Spite. Trinken wir mal einen schönen Schluck Spite. Es gibt auch Cola mit K geschrieben. Ja. Und Pepsi. Ja, und Pepsi. Ich muss mal sagen, es ist echt bescheuert, dass der Typ keine Steigung von 10 Grad hochsprinten kann. Ich kann gerade... error putting item into your hand. Warum eigentlich? Ich kann das nicht in die Hand nehmen gerade. War zu dick für deine Hand? Du bist zu dick für meine Hand, Mann. Was ist los mit dir? Überhaupt nicht. Ich glaube, das wird wieder eine sehr unactionreiche Folge. Das mag sein. Magst du mir mal irgendwie ein Item abnehmen? Und hier liegt noch Munition. 7,62 mal 51 Rounds. Das ist hier. Musi. Musi Rounds. Die sind ruiniert. Ey, das gibt's doch nicht. Muss doch hier irgendwo sein. Weil es jetzt schon wieder enden wird später. Die schmeiß ich mal weg. Die nehme ich mal mit. Alles ist gut. Da liegt noch eine Head Torch, aber die brauche ich ja gerade nicht. Ich will jetzt die Pepsi haben und ich will sie auch trinken. Pepsi. Spite Lemon Lime nehmen. Ja, nehmen wir doch mal. Und jetzt möchte ich es gerne trinken. Drink. Jetzt geht es. Hier ist ein See. Okay.
Wie kann man. Ja, okay. Frage beantwortet. Achtung, Achtung, was ist. Ist er da?